Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum heutigen ersten Teil der zehnteiligen Webinarreihe rund um die Trader Workstation. Mein Name ist Andreas Weiß und ich begrüße Sie recht herzlich im Namen von CapTrader bzw. im Namen der FXWertpapierhandelsbank. Ja, bevor wir jetzt hier direkt loslegen mit dem ersten Webinar, möchte ich Sie einfach ganz kurz zu Beginn fragen, ob Sie mich verstehen können und ob die Bildübertragung auch in Ordnung ist. Vielleicht können Sie mir da ein kurzes Feedback geben über die Chat-Funktion hier in dieser Webinar-Software. Dann weiß ich, dass von der Technik her soweit alles passt. Okay, das scheint zu funktionieren. Vielen Dank. Ja, diese Chat-Funktion können Sie auch gerne während des Webinars nutzen, um mir Fragen zu stellen. Ja, also das soll ja auch ein bisschen interaktiv sein, dieses Webinar. Und daher haben Sie die Möglichkeit, auch diese Chat-Funktion zu nutzen, um spezielle Fragen halt rund um die Trader Workstation zu stellen. Ja, wie ich gesagt habe, es ist der erste Teil einer zehnteiligen Webinarreihe. Sie sehen das ja hier schon auf der CapTrader-Homepage hier, wo das Ganze ja hier auch beworben wird sozusagen. Wenn ich die Unterseite jetzt öffne, sehen Sie, um welche Themen es geht. Ja, es geht in dieser Webinarreihe nur um die Trader Workstation und alles, was wir hier zeigen, Trading-Strategien, Research, den Risk Navigator oder ähnliches. Ja, sind alles Tools und Funktionen, die Sie mit der Trader Workstation umsetzen können. Ja, und wir haben uns gedacht, dass da die Plattform ja so umfangreich ist, so komplex und so viele Möglichkeiten halt zum Trading bietet, dass es schon sehr sinnvoll ist, mal mehrere Webinare in Folge durchzuführen, um Ihnen dann wirklich dann gesamtes Wissen zu vermitteln halt für und verschiedene Schwerpunkte halt auch zu vermitteln. Ja, was gibt es für 10 Webinare? Sie sehen das hier. Heute Grundlagen TWS. Ja, da werde ich Ihnen einfach mal zeigen, wie die Trader Workstation aufgebaut ist und gehe da auf ein paar Orderarten ein, wie man aus dem Chart heraus auch handeln kann oder ähnliches, wie man aber einfach das Layout halt anpassen kann, damit es auf die eigenen Bedürfnisse passt. Sie sehen, es geht dann weiter, direkt in 14 Tagen, da geht es dann um die Mosaik-Software, da habe ich gleich auch mal eine Frage noch zu und da bitte ich Sie vielleicht auch dann mitzumachen bei den kleinen Kurzumfragen, die ich heute stellen werde. Es sind einfach nur ein, zwei Dinge, wo Sie einfach nur klicken brauchen und dann haben wir ein Feedback, wie so Ihr Wissen ist oder welchen Schwerpunkt Sie haben beim Handel hier bei CapTrader. Ja, Chartanalyse und Indikatoren im dritten Teil, Fundamentalanalyse, geht es weiter mit Aktien- und ETFs-Handel. Und dann haben wir einen kleinen Block zum Optionshandel und auch verschiedene Optionsstrategien in mehreren Teilen aufgeteilt, um das Ganze dann auch noch, dann sind wir schon im Jahr 2018, dann abzurunden mit dem Risk Navigator bzw. mit dem Portfolio Analyst. Ja, alle Webinare werden wir aufzeichnen. Und Sie haben dann also die Möglichkeit, auch dann im Nachgang sich diese Videos, diese Aufzeichnungen anzuschauen. Gut, wenn es Fragen von Ihrer Seite gibt, dann können Sie die gerne stellen. Wie gesagt, nutzen Sie die Chat-Funktion und dann gehe ich gerne darauf ein. So, ich wechsle kurz den Bildschirm. Also wenn Sie die Trader Workstation starten, dann sollten Sie die TWS in dieser Form, wie Sie es jetzt sehen, vor sich haben. Ich mache das mal größer noch, das Fenster. Jeder kann die Trader Workstation so individuell einrichten, dass es für die eigenen Bedürfnisse passt. Also wenn einer nur Aktien handelt, dann kann er sich hier Watchlisten nur mit Aktien anlegen. Ja, also braucht er natürlich keine Futures oder ähnliches. Ja, wenn einer nur Optionen handelt, wird er vielleicht eher den Option Trader nutzen oder ähnliches. Ja, aber Sie können sich die Plattform individuell einrichten. Wir sehen jetzt hier die klassische Trader Workstation. Und bevor ich jetzt auf die Unterschiede auch noch zum Mosaik eingehe, möchte ich Sie einfach mal kurz noch zu Beginn fragen. Sie sollten das hoffentlich jetzt eingeblendet sehen. Wir brauchen jetzt nur auf Ja oder Nein klicken, ob Sie bereits die Trader Workstation nutzen, damit ich mal so einen Überblick habe, ja, wie viele die Plattform schon kennen und wie viele gegebenenfalls noch sich noch gar nicht damit beschäftigt haben.
Okay, ich sehe auch mal, wie viele hier abgestimmt haben. 86% der Teilnehmer haben jetzt schon abgestimmt. Okay, dann werde ich die Umfrage jetzt schließen. Und die Auswertung auch kurz anzeigen. Okay, ja, es ist ungefähr zwei Drittel, die die Plattform nutzen und ein Drittel, die die noch nicht nutzt. Okay. Ja, vielen Dank dafür. Jetzt habe ich noch eine kurze zweite Frage, und zwar zur Ansicht in der Trader Workstation. Ja, vielleicht können Sie mir da auch ein kurzes Feedback geben, dass ich weiß, ob Sie wirklich hier die klassische TWS nutzen oder Mosaik. Ja, oder vielleicht kennen Sie auch gar nicht den Unterschied. Weil wir haben ja nächste Woche Mosaik. Da haben wir noch nicht so viele Webinare in der Vergangenheit so gemacht und ja, heute ist ja der Schwerpunkt. Da geht es wirklich um die klassische TWS. Okay. Vielen Dank. Das ist das Ergebnis. Okay, also knapp die Hälfte der Teilnehmer nutzen wirklich das Classic Trading, also die klassische TWS. Einige auch Mosaik. Ja, und auch bei einem Drittel der Teilnehmer ist der Unterschied der beiden Plattformen gar nicht so bewusst. Okay, vielen Dank für das Feedback. Dann weiß ich, dass wir da halt noch ein bisschen Ihnen auch die Unterschiede dann aufzeigen werden. Okay, super. Also nur ganz kurz erstmal jetzt im Schnelldurchgang. Sie sehen jetzt die klassische TWS und wenn Sie unten links in der Plattform auf Mosaik klicken, dann öffnet sich die Mosaikansicht. Ja, Mosaik und da haben Sie halt die Möglichkeit, hier wirklich eigene Fenster, hier wirklich wie ein Mosaik sich hier also anzulegen, das heißt also einzelne Bausteine hier so anzupassen. Auf diese Mosaikansicht, die Sie jetzt hier sehen, oder das ist einfach nur mal, um den Unterschied zu erklären, ja, also das hier ist die Mosaikansicht, Sie können halt hier genauso handeln wie in der klassischen Ansicht, es ist halt nur optisch anders aufgebaut. Heute geht es, wie gesagt, um die klassische TWS, mit wie man hier Layouts anlegen kann, wie man hier Kurslisten anlegen kann, wie man hieraus ordert, wie man hieraus handelt. Und dann in 14 Tagen geht es um diese Mosaikansicht, die, wenn ich jetzt hier draufklicke, dann eingeblendet wird. Bei der klassischen TWS haben Sie mittlerweile auch die Möglichkeit, sich individuell eigene Fenster anzuordnen. Und das möchte ich Ihnen einfach mal ganz kurz zeigen. Sie gehen hier oben rechts auf den Button Layout gesperrt. Da klicken Sie drauf, dann ist das Layout freigegeben und jetzt sehen Sie schon, jetzt ist das hier schon ein bisschen kleiner geworden. Sie können jetzt hier die Größe dieses Fensters variieren. Ja, und sagen wir mal, auf diese Größe jetzt hier festlegen. Und dann können Sie beispielsweise ein Chartfenster noch hinzufügen. Dann gehen Sie oben auf Chart. Ja, können die Einstellung hier noch festlegen, sagen, ah, dann müsste man jetzt noch den Basiswert mal auswählen. Nehmen wir einfach mal Apple. So, und dann öffnet sich jetzt hier ein Chart. Ich mache den jetzt mal kleiner. Und dann lege ich den jetzt rechts daneben. So beispielsweise. Und dann möchte ich noch ein Fenster hinzufügen, beispielsweise News, also hier Nachrichten, unternehmensspezifische Nachrichten oder die Top 10. Dann nehme ich das Fenster und packe das hier noch dran. Ah, der Chart, der ist jetzt nicht so, jetzt ist er hier hinzugefügt worden. Und jetzt kann ich das Ganze, ich mache das jetzt nur, wie gesagt, im Schnelldurchgang, abspeichern hier, indem ich wieder auf Layout freigegeben klicke und dann ist das wieder gesperrt und jetzt habe ich mir so ein Layout jetzt hier im Schnelldurchgang angelegt.
Ja, das heißt, Sie müssen nicht einfach mit der klassischen Ansicht, so wie es eingestellt ist, arbeiten, sondern Sie können sich selber das hier so einrichten, wie Sie es möchten. Jetzt zeige ich Ihnen noch einen Trick, wie Sie zum Beispiel diese Kurslisten, die Sie hier sehen, direkt mit dem Chart verknüpfen können. Ja, also dass, wenn Sie jetzt hier auf Facebook klicken, dass dann auch hier rechts ein Chart von Facebook sich öffnet. Dazu müssen Sie die Fenster gruppieren. Ja, Sie müssen einmal hier diese Kursliste gruppieren. Farblich können Sie das auch festlegen. Hier, ja, Sie sehen jetzt hier, das sind die Gruppen. Gruppe 4 ist jetzt hier ausgewählt. Ich gehe jetzt mal einfach auf die erste Farbe hier, Gruppe 1. Ja, dann sehen Sie, das ist hier so leicht rosa ausgewählt. Und das Gleiche machen Sie auch hier. Fenster gruppieren. Im zweiten Fenster, wo der Chart abgebildet ist, und wählen dort auch die Gruppe 1 aus. Und unten bei den News können Sie das genauso machen. Ja, Gruppe 1 auswählen. Das heißt, Sie sehen jetzt, in jedem Fenster ist hier dieses Kettensymbol, ja, dieses Gruppenfenster in der gleichen Farbe. Das hat zur Folge, dass wenn Sie jetzt hier auf Amazon klicken, ja, dass dann auch der Chart von Amazon angezeigt wird. Ja, wenn Sie hier auf Facebook klicken, dann kommt der Chart von Facebook. Ja, wenn Sie jetzt hier auch unternehmensspezifische Nachrichten ausgewählt hätten, dann würde dort auch würden da jetzt auch Nachrichten hier zu Amazon kommen. Ja, ich mache das hier nochmal ein bisschen größer. Ja, und jetzt sehen Sie hier, es sind News zu Amazon, sogar in allen Sprachen. Was passiert, wenn Sie hier draufklicken auf diese Nachrichten? Also das Thema Nachrichten, News und Research ist ja auch Bestandteil eines der Webinarreihe. Ja. Dann öffnet sich in Ihrem Browser ein neues Fenster, ja, wo beispielsweise jetzt hier irgendeine News über Amazon veröffentlicht wurde. Ja, und das könnte sich dann hier durchlesen. Ja, oder hier. Ne, in dem Artikel geht es um Microsoft und dann wird auch irgendwo hier in dem Artikel Amazon vorkommen. Ja, das heißt, alle News, die jetzt mit der Aktie verknüpft sind, haben Sie die Möglichkeit, hierüber aufzurufen. Ja, auch Reuters News zum Beispiel. Also wenn wirklich jetzt hier Realtime News auftauchen, können Sie diese Schlagzeilen hier anklicken und dann haben Sie direkt den Report. Ja, also ich wiederhole das nochmal kurz. Wir haben erst hier das Layout entsperrt. Hatten ja hier diese Kursliste, wo ich jetzt hier dieses Fenster, die Größe verändert habe, habe dann einen Chart hinzugefügt, hier oben über den Button Chart, habe dann auch diesen Chart hier in der Größe angepasst und sozusagen hier daneben angedockt und habe danach ein Nachrichtenfenster noch geöffnet und hier unten hinzugefügt. Und danach habe ich dieses Layout wieder gesperrt sozusagen. Und bin in jedem von diesen drei Fenstern hier auf dieses Kettensymbol gegangen, ja, und habe dann hier die Gruppe 1 ausgewählt. Ja, ich hätte es auch die Gruppe 5 nehmen können, dann ist es blau. Ja, dann muss ich es bei den anderen natürlich auch machen. Das heißt, dass alle drei Fenster hier das gleiche Gruppensymbol haben. Und damit sind die miteinander verknüpft. Das heißt, wenn ich jetzt hier auf Nvidia klicke, öffnet sich direkt der Chart von Nvidia und hier sind die News zu Nvidia. Ja, Sie können auch beispielsweise die Times and Sales noch dazu tun, wenn Sie möchten, oder Fundamentaldaten hier, ja, noch öffnen. Wenn Sie Research betreiben möchten, wie gesagt, da gehen wir in einem der nächsten Webinare nochmal drauf ein, ja, was Sie hier mit Fundamentaldaten noch sich alles anschauen können. Ja, aber hier, das ist es auch blau, auch damit verknüpft. Und wenn ich jetzt auf Adobe gehe, dann sollte das Fenster, wenn es nicht gerade in den Hintergrund geht, na, sich jetzt hier auf Adobe beziehen, genau. Das hier lässt sich jetzt nicht andocken, das ist ein externes Fenster, was ich jetzt hier auf einen anderen Monitor ziehe.
Okay, ja, also ich denke, das sollte nachvollziehbar sein. Wie gesagt, ansonsten, wenn ich jetzt vielleicht ein bisschen zu schnell hier auch vorgehe, melden Sie sich gerne, dann wiederhole ich das oder schauen Sie sich das im Nachgang eigentlich nochmal in der Aufzeichnung an. Gut, ja, jetzt habe ich die drei Fenster miteinander verknüpft. Das ist sozusagen der erste Step, wie Sie sich hier das eigene Layout einrichten können. Sie können aber trotzdem auch noch hier hingehen und sagen, ich möchte das Fenster hier vergrößern. Ja, also wenn Sie jetzt hier eine Kursliste haben und möchten das groß haben, klicken Sie einfach auf diesen Button oder hier wieder auf diesen gleichen Button, um das wieder in die Ursprungsposition zurückzubewegen. Ja, maximieren und wiederherstellen. Weil ich möchte Ihnen jetzt noch einiges zeigen, wie Sie sich jetzt hier diese Kurslisten anlegen. Ja, Sie können zum Beispiel hier eine Kursliste nur mit DAX-Werten anlegen. Ja, können diese hier sortieren nach dem Alphabet. Ja, können die auch sortieren nach der Kursveränderung hier in Prozent. Dann sieht man, heute war die Merck an erster Stelle, gefolgt von Siemens, an dritter Stelle die Deutsche Post AG und Deutsche Börse. Ja. Und ja, man sieht auf einen Blick grün und rot, dass so die Hälfte gestiegen ist und die andere Hälfte Kursverluste heute hatte. Also ich habe hier oben verschiedene Reiter. DAX, ja, hier wo ich jetzt mit dem Mauszeiger bin. Daneben steht DAO, daneben steht MDAX, daneben steht Portfolio, TecDAX und so weiter. Das sind die einzelnen Reiter und Schaltflächen, die ich mir selber hier eingerichtet habe. Das können Sie auch selber tun, indem Sie ganz rechts hier, ja, wo ich jetzt mit der Maus bin, ich kann das auch noch mal kurz so Laserpointer oder so zeigen, hier wo das Plus ist, dort klicke ich drauf oder markiere das hier noch mal kurz. Ja, dort können Sie eine neue Kursliste erstellen, indem Sie dort auf das Plus klicken. Da öffnet sich dieses Fenster Seiteneinstellung und da geben Sie zum Beispiel ein Webinar. Ja, Webinar, einfach irgendeine Bezeichnung, ja, oder halt DAX oder DAO oder Nasdaq oder Futures oder Optionen, also einfach eine Überschrift für diese Kursliste, die Sie dann anlegen. Dann sagen Sie okay. Ach, den habe ich ja schon, Webinar, ja. Erinnert mich das System auch. Ich nenne das jetzt einfach Kursliste. Okay. Und dann haben wir jetzt hier dieses neue Tab Kursliste. Aber diese Kursliste ist noch leer. Und jetzt blinkt hier der Cursor in der ersten Zeile. Ja, also hier in diesem Bereich blinkt der Cursor. Und da steht jetzt drunter Ticker-Symbol hier eintippen. Das heißt, an der Stelle gebe ich jetzt mit der Tastatur ein, beispielsweise FB, ja, für Facebook. Da muss ich erstmal kurz hier diesen Zeichenmodus wieder beenden. FB für Facebook. Sage dann Enter und dann öffnet sich ein Menü mit verschiedenen Möglichkeiten, die jetzt das Kürzel FB zur Folge haben. Also welche Treffer, also in dem Fall ist es die Facebook-Aktie natürlich, die ich jetzt hier hinzufügen kann. Was hat man jetzt hier für eine Auswahl? Als erstes steht hier Aktie Smart, darunter Aktien Directed, dann Futures, dann Optionen, dann Optionsscheine, strukturierte Produkte, Kombinationen, CFDs und auch Facebook hier, die in Mexiko gehandelt wird. Wenn bei Ihnen nur Aktie Smart steht und Directed fehlt, dann sollten Sie hier unten auf diesen kleinen Pfeil gehen und dann wird das Menü weiter hier nach unten hin erweitert. Ja, und jetzt sehen Sie hier, es erscheint auch Facebook mit dem Eintrag IBIS dahinter. IBIS ist hier bei uns bei CapTrader bzw. Interactive Brokers die Abkürzung dann auch für Xetra. Und damit sind dann auch indirekt
deutsche Börsenplätze gemeint oder europäische Börsenplätze gemeint. Was ist der Unterschied zwischen Smart und zwischen Directed? Wenn Sie Aktien Directed auswählen, können Sie direkt einen Börsenplatz bestimmen. Wenn Sie Smart auswählen, dann werden alle verfügbaren Börsenplätze ausgewählt mit oder umfasst, also Smart umfasst alle verfügbaren Börsenplätze und es wird dann die Order zu dem Börsenplatz geroutet, wo der günstigste Geldbriefkurs ist. Ich gehe mal auf Directed, um Ihnen das hier mal zu zeigen, wie viele Börsenplätze es in den USA gibt. Und Sie sehen, das ist eine ganze Reihe. Ja, und ganz oben hier bei Smart sehen Sie schon, Smart bezieht sich jetzt auf wirklich alle Börsenplätze, über die Sie hier bei CapTrader handeln können. Ja, also nicht alle Börsenplätze, die es irgendwie weltweit gibt, sondern nur die Börsenplätze, über die Sie bei uns handeln können. Und die sind hier in Klammern gefasst. Ja, wenn ich sage, ich möchte aber jetzt hier nur über AK handeln beispielsweise, dann kann ich AK auswählen und sage hinzufügen. Ja, beispielsweise hier noch Island, das ist auch ein elektronischer Handelsplatz über die Nasdaq, und sagen hinzufügen und danach OK. Ja, mit OK schließen Sie das Fenster wieder. So, ich lösche mal eben hier die Zeichnung. Ja, und Sie sehen jetzt hier zweimal Facebook, einmal am Börsenplatz Island und einmal an AK. Ja, hier ist ja auch noch der die Spalte mit der Bezeichnung Börse, Island, AK. Ja, und sehen Geldbriefkurs, dass das hier fast identisch ist. Ja, über AK ist der Spread jetzt hier ein bisschen geringer sogar. Okay. So fügen Sie einen Kontrakt der Kursliste hinzu. Ja, einmal hier in die erste Spalte klicken, das Kürzel eingeben. Ja, beispielsweise MSFT für Microsoft, dann Enter und dann haben Sie hier das Auswahlmenü. Sie können auch direkt auf Aktie Smart gehen, zack, und dann ist der Wert hinzugefügt worden. Ich denke, das ist soweit verständlich, hoffe ich zumindest. Oder gibt es dazu noch von Ihrer Seite Fragen? Wie gesagt, wenn Fragen sind, einfach die Chat-Funktion nutzen. Jetzt kann ich auch hingehen und mit gedrückter linker Maustaste diesen Wert zum Beispiel anklicken und was weiter nach unten ziehen, wenn ich das möchte. Ja? Oder hier Facebook anklicken und hier runterziehen. Das kann man auch machen. Ja? Oder die beiden so untereinander legen und dann den beiden Werten eine Überschrift geben mit der rechten Maustaste. Und dann können Sie hier auswählen, Gruppentitel erstellen. Ja, dann können Sie hier zum Beispiel Technologie eingeben. Ja, dann haben Sie hier eine Überschrift. Ja, oder wenn Sie jetzt Technologie anklicken und das nach oben ziehen, dann wandern die Werte, die da drunter sind, direkt mit. Wenn Sie das Ticker-Symbol jetzt nicht wissen, haben Sie auch die Möglichkeit, einfach den Namen einzugeben. Ja, dann sollten Sie auch Treffer landen. Ich gebe mal Boeing ein. Ja, und dann, wenn Sie dann Enter drücken, dann kommt ein neues Fenster mittels Firmennamen suchen. Und dann kommen alle Treffer, die mit Boeing zu tun haben. Und hier der erste Treffer BA, das wäre nämlich das Symbol für Boeing gewesen. Dort sehen Sie jetzt den Eintrag Boeing an der New York Stock Exchange. Und in der Regel ist der Treffer der richtige oder häufig ist der Treffer der richtige, wo hier noch Aktien, Optionen, strukturierte Produkte und so weiter dahinter stehen. Ja, Optionsscheine, weil die gibt es, also Optionen gibt es jetzt nicht auf Boeing, die hier in Mexiko gehandelt wird. Es gibt auch Boeing hier an IBIS, also an europäischen Börsenplätzen, aber dann auch keine Optionen jetzt hier in dem Fall. Also der erste Wert, wenn Sie wirklich Boeing an der Heimatbörse handeln möchten, ist dann der richtige BA hier in dem Fall, das Symbol,
Und dann haben Sie hier Aktie, Optionen, strukturierte Produkte. Also da sehen Sie schon, was es da noch alles gibt. Ich schließe das nochmal oder ich sage, okay, dann wird es direkt hinzugefügt. Dann kommt dieses Fenster, was Sie eben schon gesehen haben, als hätten Sie direkt BA eingegeben. Ja, und ich klicke jetzt einfach mal auf Smart und dann wird hier der Kurs von Boeing hier direkt diese Tickerzeile direkt hinzugefügt. Das passt jetzt nicht ganz zur Technologie. So. Ja, jetzt kommt direkt eine Frage, wie löscht man einen Wert? Einfach anklicken und die Entferntaste drücken auf der Tastatur. Oder anklicken, ich nehme jetzt mal den hier um, ja, oder anklicken, rechte Maustaste und dann muss irgendwo auch versteckt, wahrscheinlich hier, Zeile löschen. Das wählen Sie aus und dann ist die Zeile gelöscht. Wenn Sie jetzt so eine Kursliste wie hier den Dow Jones haben möchten, ich lösche die mal, zeige ich Ihnen auch mal eben, wie das geht. Ich klicke nochmal auf das Plus, gebe jetzt Dow Jones ein und sage okay. Jetzt ist die Liste leer. Jetzt müssen wir die noch mit Werten füllen. Und da gibt es jetzt ein Trading-Tool. Und zwar den Index Trader ist das. Den wähle ich jetzt aus. Dann öffnet sich ein neues Fenster, dieses hier. Und jetzt müssen wir noch den jeweiligen Index auswählen. Ja, da muss man hier ein bisschen suchen. Zum Dow Jones. Ja, da gibt es eine ganze Reihe. Dieser hier ist der richtige, DJX. Ja. Und dann klicken Sie hier auf Orders erstellen. Also ist ein bisschen kompliziert, aber deswegen zeige ich Ihnen das hier. Sie können sich ja, wie gesagt, in der Aufzeichnung auch nochmal anschauen. Dann sagen Sie okay. Ja, hier dieses Programm Index Arbitrage, das ja, möchte ich jetzt nicht auswählen, da klicke ich auf OK. Jetzt haben Sie hier ein Fenster mit allen 30 Werten, die zum Dow Jones Industrial gehören, mit jeweils einer Order mit einem Kauf über 100 Stück. Ja. Jetzt ist ganz wichtig, dass Sie hier nicht auf das Ü klicken, ja, sonst würden Sie eine Order übermitteln. Also das sollten Sie nicht machen, sondern Sie gehen genauso vor, wie ich es Ihnen jetzt hier sage. Sie klicken einfach mal hier in diese Liste rein, in diese Kursliste und auf der Tastatur Steuerung und A wie Anton, ja, dann sind alle Werte markiert. Und jetzt im nächsten Schritt drücken Sie Steuerung und C, ja. Vielleicht kennen Sie das auch schon aus Excel oder aus ja, anderen Funktionen. Steuerung C für Kopieren. Und jetzt klicken Sie auf das X, um das Fenster hier zu schließen. Schließen das Fenster. Jetzt steht hier drin, in diesem Fenster sind Orders enthalten. Sind Sie sicher, dass Sie dieses Fenster schließen möchten? Ja. Jetzt ist das Fenster weg. Ja, und jetzt blinkt der hier oben noch der Cursor hier oben links. Ja, und da, wenn er da nicht blinken sollte, dann klicken Sie einfach dahin und drücken jetzt Steuerung und V für Einfügen. Und dann werden alle Werte aber ohne die Orders, ja, eingefügt. Also jetzt haben Sie nur die Liste mit den Werten ohne irgendwelchen offenen Orders. Ja, und das Gleiche geht natürlich auch mit dem DAX oder MDAX oder ähnliches. Wenn Sie Realtime-Kurse abonniert haben zu amerikanischen Werten, dann sehen Sie das auch hier, dass die Kurse sich hier in Realtime bewegen, beziehungsweise dass hier vor dem Kurs, vor dem Geldbriefkurs hier so ein grüner oder roter Punkt ist. Ja, genauso hier in der Spalte letzte, also der letzte Kurs, der gehandelt wurde, ist ein grüner oder roter Punkt. Grün, wenn es ein Tick nach oben gegangen ist, oder rot, wenn der Tick nach unten gegangen ist, ja, also die Kursbewegung sich verringert hat. Wenn Sie keine Realtime-Kurse haben, dann ist das in der Regel eine gelbe Raute. Da kann ich jetzt
Schauen. Jetzt zum Beispiel hier bei dem Kakao-Future, ja, da sehen Sie es hier, da ist so eine gelbe Raute vor dem Kurs. Wenn Sie da mit dem Mauszeiger draufstehen, da kommt auch ein Fenster, es werden verzögerte Daten angezeigt. Ja, dann können Sie mit der rechten Maustaste sagen, dass Sie Marktdaten abonnieren möchten. Muss ich gerade selber mal gucken. Ach so, sorry, das geht jetzt. Ich habe ein Paper-Trade-Konto, da geht das natürlich nicht. In Ihrem Live-Konto, da können Sie dann mit der rechten Maustaste Marktdaten abonnieren. Okay, also so legen Sie sich Kurslisten an. Ja, also Dow Jones habe ich gerade gemacht. Ich öffne die nochmal. Ja, und hier können Sie natürlich auch jetzt wieder auf Sortieren gehen. Das heißt, nach dem Alphabet ist das Ganze sortiert. Sie können aber auch, wenn Sie auf die Spaltenüberschrift gehen, hier zum Beispiel Veränderungen in Prozent, einmal draufklicken. Ja, und dann wird das sofort sortiert. Ja, also Chevron war jetzt hier heute der stärkste Wert, gefolgt von McDonald's und so weiter. Ja, und wenn Sie nochmal draufklicken, wird es umgekehrt sortiert und so weiter. Ja, also diese Möglichkeiten gibt es. Diese Überschriften bei den Spalten, die können Sie natürlich auch, also da gibt es hunderte von Spalten, die Sie hinzufügen können. Sie können hier die Spaltenbreite verändern, ja, also verringern, vergrößern. Sie können weitere Spalten hinzufügen, ja, indem Sie einfach mit der Maus hier oben draufgehen auf die Spaltenüberschrift. Und dann hier Spalte einfügen auswählen. Ja, und dann sehen Sie jetzt hier schon, was Sie für eine riesen Liste haben an Möglichkeiten, die Sie hier hinzufügen können. Ja, also da gibt es zum Beispiel zur Beschreibung jetzt hier, ja, ich wähle einfach mal Beschreibung aus, dann sehen Sie das. Ja, dann sehen Sie, das sind alles, dass es sich hier bei jedem Wert natürlich um Aktien handelt. Ja, oder Sie können sagen, die Handelswährung, ja, da würde jetzt überall US-Dollar stehen. Ja, also wenn Sie jetzt eine bunt gemischte Kursliste haben, ist das wahrscheinlich sinnvoll. Diese Spalte können Sie auch wieder löschen. Ja, einfach dann hier oben auf Entfernen gehen, das mit Ja bestätigen und dann ist die Spalte wieder gelöscht. Ja, genauso hier der Punkt Beschreibung. Zack. Ja, beispielsweise möchten Sie vielleicht wissen, welche Dividende gezahlt wird. Ja, also hier Dividenden können Sie sich auswählen oder den Dividendenertrag oder das Dividendendatum. Ich wähle mal das Dividendendatum aus. Ich hoffe, dass jetzt hier was kommt. Ja. Und mit dem gelben Ausrufezeichen sehen Sie auch direkt, Achtung, ja, das ist jetzt sehr zeitnah, ja, morgen, 14. September, zahlt, wo sind wir hier, Merck und Co. die Dividende und Coca-Cola. Ja, und wenn Sie hier draufgehen, sehen Sie auch, welcher Betrag hier erwartet wird, 37 Cent. Pro Aktie. Ja, also solche Spalten können Sie sich alle hier hinzufügen. Das im Prinzip die Liste mit Spalten kann in uns Unendliche wachsen. Ja, also so viele Monitore können Sie gar nicht nebeneinander platzieren, wie Sie hier Möglichkeiten haben, Spalten hinzuzufügen. Ja, ob man das natürlich alles braucht, muss man selber entscheiden. Aber die wichtigsten Spalten, die für Sie interessant sind, die können Sie natürlich hier auswählen und hinzufügen. Ganz wichtig ist, es gibt, Sie sehen das ja an der Überschrift, eine zweigeteilte Überschrift. Ja, es gibt einmal hier die Überschrift Dividendendatum, das ist die obere Überschrift. Und dann, hier wird es auch in diesem kleinen Fenster angezeigt, darunter steht Finanzinstrument. Ja, das ist die untere Überschrift hier. Und je nachdem, wo Sie mit Ihrem Mauszeiger sind, ob Sie jetzt hier unten sind oder hier oben, werden auch unterschiedliche Spalten hinzugefügt. Die untere Überschrift ist wichtig für eine Order, die Sie aufgeben. Ja, und das zeige ich Ihnen jetzt kurz hier in der Kursliste.
So, ich klicke mal Microsoft an. Dann sehen Sie jetzt hier, die Zeile Microsoft ist einmal hier umrahmt so ein bisschen hervorgehoben. Das heißt, der Wert Microsoft ist ausgewählt. Ja, und jetzt ist auch die obere Überschrift hier fett gedruckt. Finanzinstrument, Firmenname, Börse, ne, Position, Geldkurs, Briefkurs. Das ist jetzt aktuell aktiv und bezieht sich auf diese aktuelle Zeile. Wenn Sie jetzt eine Order erstellen, ja, und da kommen wir ja schon direkt zum nächsten Thema, wie kaufe ich jetzt überhaupt diese Aktie oder wie verkaufe ich die? Da gibt es auch wieder verschiedene Möglichkeiten. Eine Möglichkeit ist, ich gehe mit dem Mauszeiger hier auf den Briefkurs. Ja, hier ist der Briefkurs und hier müssen Sie mit dem Mauszeiger draufgehen. Ja, Sie gehen mit dem Mauszeiger drauf und dann wird unter dem Mauszeiger Ihnen auch schon Buy angezeigt, ja, dass Sie dort kaufen. Wenn Sie ein bisschen nach links gehen, würde Sell dort stehen, ja, beim Geldkurs. Zu dem Kurs würden Sie verkaufen. Ich klicke jetzt einmal mit der linken Maustaste auf diesen Briefkurs und dann erscheint hier eine neue Order. Und jetzt, vielleicht haben Sie darauf geachtet, ist der untere Teil der Überschrift fett gedruckt. Ja? Warum? Weil sich das jetzt auf diese Orderzeile bezieht. Ja? Und zwar einmal Konto, dann gut, der Börsenplatz, die Aktion kaufen oder verkaufen, die Menge, also die Stückzahl, Gültigkeitsdauer, der Typ, ja? Ob eine Limit Order oder Market Order, das können Sie hier auch natürlich im Nachgang noch verändern. Ja, und natürlich können Sie auch den Kurs verändern bei einer Limit Order. Und hier Routing-Ziel, da können Sie auch noch den Börsenplatz im Nachgang jetzt verändern, dass Sie sagen, ich möchte nicht Smart, sondern beispielsweise AK. Ja, alles, was Sie, also Sie können hier praktisch in jedes Feld reinklicken und dann hier die Einstellung verändern. Ja, beispielsweise jetzt, wir nähern ja uns jetzt 75 Dollar. Ja, 74,97. Ich möchte jetzt günstiger kaufen als zum aktuellen Kurs. Ja, zu 74,80. Dann gehe ich auf Übermitteln. Ja, habe ich hier nochmal eine Order-Vorschau. Kann ich übrigens auch ausblenden, wenn ich das nicht mehr sehen möchte. Aber dann schaut man sich das Ganze hier nochmal an. Ja, wie viel? 100 Stück. Limitkurs. Und das ist dann der Gegenwert, 7.480 US-Dollar. Hier sehen Sie jetzt noch interessante Punkte, was mit der Margin passiert, ja, der Ersteinschuss, die Margin und wie die Margin sich verändert. Ja, also wir haben aktuell 2.222 an aktueller Margin und die Veränderung ist hier die 1.577 und nach der Ausführung haben wir dann hier 3.800 ungefähr. Also diese Margin-Veränderung können Sie sich ebenfalls anzeigen lassen vor einem Trade, wenn Sie auf Vorschau klicken. Ich gehe mal auf Übermitteln. Ja, und jetzt liegt die Limit-Order an der Börse AK, ja, zu 74,80. Und Sie sehen das hier auch grün, wenn ich mit der Maus draufgehe, steht dort aktiv, active on AK. Das C heißt in dem Fall löschen, ja, also clear, dann könnten Sie die Order auch wieder löschen. Jetzt kommt gerade eine wichtige Frage, warum Margin, wenn genügend Geld zum Handeln auf dem Konto ist? Ja, wenn Sie haben die Möglichkeit bei CapTrader einmal mit einem Cash-Konto zu handeln oder mit einem Margin-Konto. Ja, wenn Sie bestimmte Produkte wie Futures oder Optionen handeln möchten, oder Optionen verkaufen möchten, dann geht das nur mit einem Margin-Konto. Ja, oder CFD, es geht auch nur mit einem Margin-Konto. Aktien können Sie mit einem reinen Cash-Konto handeln. Was ist der Unterschied? Mit einem Cash-Konto können Sie nur Aktien in dem Gegenwert kaufen, wie viel Cash Sie auch auf dem Konto haben. Mit dem Margin-Konto können Sie im Prinzip auf Margin handeln, das heißt mehr Geld investieren, als sie eigentlich eingezahlt haben. Das heißt, sie leihen sich dann den Rest.
Anders ausgedrückt, sie handeln dann auch mit einem Hebel. Das müssen sie nicht. Es wird ihnen aber bei einem Margin-Konto automatisch eine Margin geblockt, wenn sie ein Margin-Konto haben. Egal, ob jetzt genug Geld da ist oder nicht. Sie haben dann einfach noch eine höhere Kaufkraft. Und das Ganze können Sie sich hier in dieser Kontoübersicht anschauen. Gut, das ist jetzt hier ein Paper-Trading-Konto mit einer höheren Summe drauf. Aber dann sehen Sie hier den aktuellen Ersteinschuss. Ja, also das ist die Mindesteinschuss, also die aktuelle Margin, die für die Position, die jetzt hier drin sind, geblockt ist. Ja, und ich zeige Ihnen das jetzt mal. Wir sind aktuell bei 2228 Euro. Was passiert, wenn jetzt hier die 100 Microsoft-Aktien gekauft werden? Ich ändere das jetzt mal auf Market, gehe hier auf Aktualisieren und es ist direkt die Order ausgeführt worden. Woran sieht man das, dass die Order ausgeführt wurde? Ja, hier blinkt auch das Handelsprotokoll. Unten am Bildschirm war noch ein kleines Fensterchen zu sehen, das wird jetzt hier nicht übertragen, weil ich hier eine 4-Monitor-Station habe und da war das auf dem Monitor darunter. Ansonsten sehen Sie dieses kleine Fenster auch. Und Sie sehen es natürlich im Konto, dass dort jetzt die Position Microsoft drin ist. Ja, hier ist die Position Microsoft, 100 Stück, Kurswert, Kaufkurs und so weiter. Ja, und die Margin hat sich jetzt hier auch verändert, ja, auf 3,8. Das heißt, ich habe Aktien im Gegenwert von knapp 7.500 Dollar gekauft. Ja, die Margin ist aber nur um 1.600 Euro in dem Fall, ja, um 1.600 gestiegen. Das liegt daran, dass Sie intraday hier eine Margin-Anforderung von bei den großen Werten, bei den Blue Chips mit hoher Marktkapitalisierung eine Margin-Anforderung von 25% haben. Ja. Und daher der Rest als Kaufkraft zur Verfügung steht. Ja, die Kaufkraft wird Ihnen dann hier angezeigt. Ja, also ich hoffe, dass es jetzt nicht zu kompliziert ist für den Anfang, aber das ist wichtig, wenn Sie ein Margin-Konto haben, wenn Sie, wie jetzt hier in diesem Paper-Trade-Konto angezeigt, ja, noch Optionen drin, Optionen enthalten sind, ja, oder irgendwelche Kombinationsstrategien, ja, wie hier zum Beispiel ein Short Strangle, ja, den Sie ja nur auf Margin dann handeln können, dann müssten Sie immer hier einen Blick auf Ihr Margin-Konto haben, auf den Punkt wie den SMA, das Special Memorandum Account und so weiter. Okay, das geht jetzt aber über die Grundlagen hinaus. Ich denke, das Thema Margin ist auch noch Inhalt dann eines der anderen Webinare. Okay, ja, Handelsprotokoll, da sehen Sie auch hier, dass die Order jetzt durchgeführt wurde. Ja, kann man sich noch eine Zusammenfassung anschauen, wenn man möchte. Aber hier sind dann die einzelnen Ausführungen der letzten Tage oder des heutigen Tags. Ja, das kann man hier auch individuell einstellen. Hier der Reiter Portfolio ist identisch im Prinzip, als wenn Sie hier auf Konto gehen und sich Ihr Portfolio anschauen. Ja, hier sehen Sie auch Portfolio. Okay, das hier nochmal kurz. Hier unten ist das Portfolio. Ja. Es gibt aber auch die Möglichkeit, sich das Portfolio direkt in der Kursliste anzeigen zu lassen. Das heißt, das wäre dann hier dieser Reiter Portfolio. Falls der bei Ihnen fehlt, ich lösche den mal eben. Ja, weil es kann auch sein, dass Sie diesen Reiter gar nicht haben, dass das bei Ihnen so aussieht. Dann finden Sie ja Ihr Portfolio jetzt hier gar nicht in dieser Übersicht. Dann können Sie das hinzufügen. Gehen Sie einfach hier auf Konto. Ja, ganz oben auf Konto, bei den Überschriften und wählen die Portfolioanzeige aus. Einmal draufklicken und dann kommt dieses Tab hier Portfolio dazu.
Ja, und wenn Sie jetzt hier diesen Wert Microsoft, ja, ich ziehe den mal hier runter, wieder schließen möchten, die 100 Aktien, dann gibt es auch verschiedene Möglichkeiten. Einmal wieder hier auf den Geldkurs klicken für Sell, ja, oder am einfachsten rechte Maustaste auf dem Wert, Close, und dann würde eine neue Orderzeile genau mit den 100 Stück hier erscheinen. Voreingestellt mit einer Limit Order, können Sie jetzt auch auf Market ändern und dann auf Übermitteln. Ja, dieses Fenster blende ich jetzt mal aus. Und dann wird sofort die Order ausgeführt. So. Es gibt aber auch die Möglichkeit, einen Trade einzugeben und direkt mit einem Stop-Loss beispielsweise zu verknüpfen. Ja, das möchte ich Ihnen jetzt mal zeigen. Sie können jetzt hingehen, nochmal hier auf den Briefkurs klicken, um eine Order einzugeben, 100 Stück oder ich weiß nicht, ich nehme mal 50 Stück von Apple zu dem Kurs per Limit und direkt einen Stop dran zu hängen. Ja, wie geht das? Rechte Maustaste, anhängen, ups, und dann haben Sie eine große Auswahl. Ja, Sie sehen das hier schon, was man alles machen kann. Bracket Orders, Limit Orders, Stop Orders, Trailing Stops und so weiter. Ich nehme einfach einen ganz normalen Stop, wähle den aus und habe jetzt hier die Möglichkeit, den Kurs noch festzulegen, beispielsweise bei 150. Tippe das einfach ein und bestätige das mit Enter. Ja, und wenn ich jetzt sage, ich möchte ein Limit 159,22 kaufen, oder ich ändere das jetzt mal auf Market, damit es auch direkt ausgeführt wird, dann wird direkt ein Stop übermittelt zu einem Kurs von 150. Und das zeige ich Ihnen jetzt, wie das funktioniert. Achso, hier kommt nochmal eine Meldung zu Stop-Order. Ne? Wenn Sie das erste Mal so eingeben, können aber auch sagen, dass diese Warnung nicht mehr angezeigt wird. Warum? Eine Stop-Order ist natürlich mit Risiken verbunden. Eine normale Stop-Order ist ja eine Stop-Market-Order. Das heißt, sobald der Stopp erreicht wird, wird eine Market Order übermittelt. Ne? Und bei Market weiß man dann natürlich nicht, wo ist die Ausführung. Die kann schlechter sein, kann natürlich auch besser sein, aber da hat man natürlich ein gewisses Risiko. Da wird hier nochmal darauf hingewiesen. Weitere Informationen gibt es dann auch hier hinter diesem Link. Ja, man kann auch eine Stop-Limit Order dann platzieren. Das wäre eine Alternative, wo Sie praktisch, wenn der Stopp erreicht wird und getriggert wird, dass dann direkt eine Limit Order übermittelt wird. Deswegen klicken Sie jetzt hier auf Überschreiben und Übermitteln. Und jetzt wurden direkt die 50 Apple gekauft. Ja, Sie sehen das hier bei der Menge, das ist auf 0 hier gegangen. Und dieser Stop, ja, ist blau, das heißt, wird gehalten und beobachtet. Und da kommt auch genau eine Frage, wird eine Stop-Order im Orderbuch angezeigt? Das wird nicht angezeigt, weil der Stop, der liegt nicht an der Börse. Die Limit-Order, die liegt an der Börse, die Stop-Order liegt beim Broker, wird vom Broker gehalten und beobachtet und dann, falls der erreicht wird, dann ausgeführt. Ja, im Handelsprotokoll sehen Sie den Kauf hier der 50 Apple, ja, und der Stop ist platziert. Ja, auch im Portfolio, wenn ich das Portfolio jetzt mal anklicke, ja, hier oben ist Apple, ich ziehe das mal hier runter. Ja, und darunter ist direkt auch die Verkaufsorder. Jetzt sehen Sie, hier unten steht immer noch Microsoft drin mit 0. Ja, das war ja der Wert, den wir eben gehandelt haben. Den haben Sie ja nicht mehr im Portfolio. Ist ja auch hier mit 0 angezeigt. Ja. Wenn Sie das nicht mehr sehen möchten im Portfolio, dann gibt es die Möglichkeit, hier rechts oben auf Filter zu klicken und sagen 0 Position anzeigen, dass Sie das den Haken rausnehmen und dann verschwindet diese Zeile. Ja, dann sehen Sie jetzt hier wirklich nur noch, was Sie im Portfolio haben. Ja, und das sind 50 Apple-Aktien. Den Stop, der bei 150 liegt, den kann man natürlich auch jederzeit nachziehen. Das heißt, beispielsweise der Kurs steigt. Ja, und dann möchten Sie, gut, das jetzt hier individuell anpassen, auf 150,60 beispielsweise, ja, dann klicken Sie
das an, klicken Sie dann auf Aktualisieren und schon ist der Stop nachgezogen. Sie können aber auch einfach hier reinklicken und das Ganze überschreiben und beispielsweise auf 153, also Punkt 80 das Ganze anpassen, klicken dann auf Aktualisieren und dann ist der neue Stop nachgezogen. Wie sieht das im Chart aus? Ich öffne jetzt mal mit der rechten Maustaste einen Chart zu Apple. Ja, dann sehen Sie es hier auch. Das ist der Kursverlauf mit Tageskerzen. Der klebt jetzt hier direkt an dem aktuellen Kurs hier. Wenn Sie das ändern möchten, gibt es hier so unten einen kleinen Pfeil. Ja, ich hoffe, Sie können das sehen, wo gerade meine Maus ist, hier unten. Und mit gedrückter linker Maustaste können Sie hier diese blaue, senkrechte blaue Linie, die Sie hoffentlich erkennen können hier im Chart, die senkrechte Linie, können Sie so weit nach links ziehen, wie Sie das möchten, um mir ein bisschen Platz zu schaffen. Ja, also Platz hier am rechten Rand. Ja, und jetzt sehen Sie hier diese rote Linie hier unten, das ist der Stop. Und hier, wo der grüne Bereich anfängt, dort sind wir long gegangen in Apple. Ja, das Fenster können Sie auch vergrößern, dann sieht man das mal hier über den ganzen Bildschirm. Mit dem Mausrad kann man ein bisschen näher reinzoomen, ja, oder auch wieder rauszoomen. Wenn Ihnen das jetzt nicht gefällt hier, wie der Chart aussieht mit schwarzem Hintergrund, kann man das auch individuell anpassen. Und zwar war es jetzt nicht dort mit der rechten Maustaste, das sind andere Einstellungen. Muss ich gerade mal kurz gucken. Hier die globale Chart-Konfiguration. Hier ist es. Ja, kann auch ein eigener Button sein im Chart. Wenn Sie die auswählen, dann kommen Sie in das Einstellungsmenü zur Trader Workstation. Und dort kann man auf Chartfarben klicken hier. Im linken Bereich hier in diesem Baumdiagramm. Und dann können Sie den Hintergrund ändern und sagen, ich möchte beispielsweise einen weißen Hintergrund. Okay, übernehmen. Ja, und dann sehen Sie schon, zack, der Hintergrund ist weiß. Ja, also so können Sie alles individuell einpassen. Ich könnte jetzt hier 1000 Funktionen noch zeigen, was Sie alles anpassen können, aber dann würde das Webinar 4 Stunden dauern oder 50 Stunden dauern. Ja, Sie können die Zeiteinheit ändern, auf 5 Minuten Kerzen gehen. Ja, Sie können hier einen bestimmten Zeitraum auswählen, wenn Sie sagen möchten, ich möchte es aber genau ein Jahr haben und dann Tageskerzen. Ja, dann geht das genau ein Jahr zurück. Ich gehe mal wieder auf stündliche Kerzen. Sie können mit der rechten Maustaste hingehen, auf Chartparameter gehen und sagen, ich möchte jetzt keine Kerzen, sondern ich möchte Balken haben. Ja, dann öffnet sich hier ein Balkendiagramm. Sie können das Volumen ein- ausblenden, nur als Beispiel. Ja. Übernehmen, dann ist das Volumen hier weg. Hier unten. Ja, wenn Sie es wieder anhaken und auf Übernehmen, dann wird es wieder hinzugefügt. Sie können Indikatoren hinzufügen. Rechte Maustaste, ich mache das mal ein bisschen größer. Rechte Maustaste, dann nennt sich das Studie hinzufügen. Ja, da können Sie gleitende Durchschnitte hinzufügen. Ups. Ja. Bollinger Bänder, also Momentumstudien. Ja, Sie sehen, es ist eine ganze Reihe. Das hat sich im Laufe der letzten Jahre halt wirklich auch deutlich erhöht, was man sich alles anzeigen kann. Und das können Sie alles natürlich machen. Gleitende Durchschnitte. Ich gehe mal hier auf Bollinger Bänder. Ja, dann ist hier schon voreingestellt das ganz normale Bollinger Band mit den Standardeinstellungen. Wenn Sie das jetzt verändern möchten, rechte Maustaste, nochmal auf Chartparameter und dann gibt es hier diesen Button Studien. Ja, und da ist ja hier das Bollinger Band ausgewählt auf einer 20er Periode und der normalen 2er Standardabweichung. Ja, wenn Sie jetzt sagen, ich möchte aber lieber ein anderes, ein 50er und möchte, dass die Farben anders aussehen, ja, dass sie rot sind, dann ist das alles machbar. Na, das untere habe ich jetzt gar nicht angeklickt. So.
Ja. Natürlich können Sie auch über dieses Menü Studien hier weitere Indikatoren ja, hinzufügen. Lässt sich die Strichdicke einstellen? Gute Frage. Ich glaube nicht. Ich habe es zumindest auch noch nicht herausgefunden, wie das gehen soll. Vielleicht ist ja jemand dabei, der das weiß, aber ich kenne diese Einstellung jetzt hier nicht aktuell. Ja, Agena Trader lässt sich das alles individuell einstellen, wenn Sie zum Beispiel einen Agena Trader nutzen. Das ist jetzt nicht das Thema des heutigen Webinars. Hier lässt sich die Strichdicke zumindest hier nicht einstellen. Tut mir leid. Nee, also habe ich jetzt gerade keine Lösung auf Ihre Frage. Auf das Band mit der rechten Maustaste, ja, da. Es wird wahrscheinlich auch, genau, so geht's. Vielen Dank. Ja. Das war genau des Rätsels Lösung. Ja, genau. Hier können Sie die Breite ändern. Vielen Dank. Ja, immer sehr, sehr interessant. Wir haben immer aufmerksame Teilnehmer, die uns dann auch weiterhelfen können bei den speziellen Fragen. Okay, ja, also das ganz kurz dazu zum Chart. Sie können natürlich auch jetzt hier aus dem Chart heraus traden oder hier diesen Stop auch nachziehen. Ja, das ist natürlich machbar. Mit der Maus können Sie hier drauf gehen, dass hier so ein kleines Pfeilsymbol entsteht. Ja, dann gedrückt mit der gedrückten linken Maus, also diesen Stop nach oben ziehen. Ja, ich ziehe den mal hier auf 157 loslassen und dann ist er schon angepasst. Ja, wenn ich den Chart jetzt hier verkleinere, dann sieht man hier auch, der Stop ist auf 157 angepasst. Wenn ich jetzt den Chart nochmal daneben lege, mache den mal ein bisschen kleiner, Moment. Ja, dann achten Sie mal hier auf die 157. Ja, ich gehe jetzt nochmal mit der Maus hier drauf und verändere den. Sehen Sie, wie der hier sich mit verändert. Ja? Wenn ich ihn loslasse, ist er sofort angepasst. Es gibt auch die Möglichkeit, direkt einzustellen, wenn Sie einen Stop eingehen, in welchen Abstand der zum Beispiel platziert werden soll. Ja, das geht auch, wenn wir jetzt zum Beispiel hier, ich zeige Ihnen das mal am Beispiel eines neuen Wertes. Nehmen wir mal IBM. Ich möchte IBM kaufen, dann kann ich hier in die Orderzeile mit der rechten Maustaste reinklicken, sagen Order-Voreinstellung konfigurieren und kann sagen, ich möchte beispielsweise immer für 5.000 Euro kaufen oder 5.000 Dollar. Das heißt, man wird hier bei der Menge den Betrag eingeben, 5.000 oder 1.000, 2.000, 3.000. Oder ich kann sagen, ich möchte die Anzahl der Aktien festlegen, ja, dass immer 125 Aktien gekauft werden. Das ist zum Beispiel auch eine Möglichkeit. Aber ich zeige Ihnen das jetzt mal einfach mit dem Betrag, dass man beispielsweise für 10.000 Dollar kaufen möchte. Dann kann ich sagen, was ist meine primäre Order? Ja, das ist in der Mitte, das ist die Ursprungsorder, mit der möchte ich den Trade aufgeben, per Limit oder halt per Market oder per Stop, da ich mich einstoppen lassen möchte, wie auch immer. Ich lasse einfach mal Limit drin und ich möchte, ja, machen wir es direkt ein bisschen komplizierter, ich möchte einen Take Profit noch mit eingeben, ja, also eine Target Order, die Gewinnmitnahme. Ja, und die Gewinnmitnahme soll von der Hauptorder abhängen und soll in Prozent. Ja, also hier steht Amount, das ist der Anzahl in Punkten. Ja, man kann auch Ticks auswählen. Ja, also hier, wenn jetzt hier eine 1 steht, dann wäre das 1 Dollar. Ich gehe aber auf Prozent. Und zwar soll mein Target soll 5% höher sein. Also sagen wir mal 10% höher. Und mein Stop-Loss hier unten drunter angehängter Stop, der soll
-5% sein. Ja, also wichtig ist, dass ein Minus auch noch davor steht und dass Sie hier auf Prozent gehen. Dann können Sie das übernehmen und auf OK. Dann ist das abgespeichert. Jetzt lösche ich wieder diese Zeile. Und was passiert nun, wenn ich jetzt auf Buy klicke, hier auf den Briefkurs bei IBM? Ich klicke jetzt drauf und es wurde nicht abgespeichert. Interessant. Das ist der Vorführeffekt. Ja, ich glaube, das liegt daran. Moment. Ja, wenn der Betrag hier steht, ist in Klammern nochmal erklärt. Ja. Bei US-Aktien gilt, wenn die errechnete Menge geringer als 100 ist, also geringer als 100 Aktien würden jetzt rauskommen bei 10.000, ja, dann wird automatisch auf 100 gerundet. Okay, das muss man natürlich beachten. Dann sage ich einfach mal, ich möchte für 50.000 kaufen und ich hoffe, dass das jetzt funktioniert. Ja, jetzt funktioniert. Es wurden 343 Aktien ausgewählt, aber die Order wurde nicht angehängt. Und das finde ich jetzt spannend. Ach so, ja, das hat sich wieder gelöscht. Sorry, ich muss Order-Typ Limit natürlich auswählen und hier Order-Typ Stop. Das war noch nicht eingestellt. Ja, also das, meine Gewinnmitnahme ist natürlich eine Limit-Order. Die ist 10% entfernt vom aktuellen Kurs und der Stop ist 5% drunter. Ja, das war nicht eingestellt, deswegen hat das nicht funktioniert. Wenn ich jetzt klicke, so, das ist das, was ich Ihnen zeigen wollte. 343 Aktien von IBM würden gekauft, ja, das entspräche dann dem Gegenwert von 50.000 US-Dollar, ja, und dann haben wir einen Stop und ein Target. Und ich gehe jetzt mal auf Übermitteln. Und dann sehen Sie jetzt mal im Chart, was passiert ist. Gehen wir auf Tageskerzen, dann wird das deutlicher. Hier den Abstand. So, hier ist der aktuelle Kurs. Ich habe jetzt gekauft. Und hier ist der Stop und da ist das Target. Ja, und Sie sehen so ungefähr vom Verhältnis, dass das hinkommt. 5% Abstand und das Target ist 10% höher. Bei 160. Das heißt, das kann man individuell einstellen, dass das immer passt. Wichtig bei US-Aktien halt, dass wenn Sie dort jetzt 2000 Dollar eingeben, es wird dann immer, wenn es dann weniger als 100 Aktien werden, aufgerundet auf 100 Aktien. Ja, das lässt sich leider nicht ausstellen. Bei europäischen Aktien geht das. Bei amerikanischen Aktien wird immer auf 100 aufgerundet. Ja, natürlich kann man jetzt auch noch den Stop nachziehen, ja, oder das Target näher ranziehen, wenn man möchte, und das alles anpassen. Okay, ja, wir sehen, ich schaue gerade auf die Uhr, wir sind schon über 7 Uhr, also nach 7 Uhr, eine Stunde ist schon rum. Deswegen kommen wir auch jetzt schon zum Ende. Das Thema Grundlagen, ja, könnte man natürlich auch wieder auf mehrere Webinare ausweiten. In 14 Tagen geht es weiter mit dem Thema Mosaik. Und da werden wir innerhalb von verschiedene Dinge zeigen, die sich halt unterscheiden von der klassischen Ansicht. Also ich hatte es ja zu Beginn gezeigt, wie sich die Mosaikansicht unterscheidet, wie man dort das Layout einrichtet, welche Möglichkeiten es noch gibt. Wenn noch von Ihrer Seite Fragen sind oder auch im Zuge des heutigen Webinars, schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an info@captrader.com und dann helfen wir Ihnen dort gerne weiter. Die Aufzeichnung werde ich jetzt beenden. Ich bedanke mich schon mal ganz herzlich, schaue aber dann nochmal auf die Fragen, die reingekommen sind, ob ich irgendwas vergessen habe. Ja, also vielen Dank erstmal für Ihre rege Teilnahme, für Ihre Aufmerksamkeit und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.